kann gerne anfangen. Ich habe auch ein paar Fragen, an die sowieso schon bei mir im Plan drinstehen. Beziehungsweise, oder du wirfst dich dann rein, wenn du sagst, es ist jetzt Zeit dazu. Genau, ich wollte euch noch ganz kurz meine Homepage zeigen mit den drei Hashtags, damit ihr nochmal seht, was treibe ich überhaupt so. Hier, das sind die drei Hashtags und ja, ich hoffe, wir kommen darüber ins Gespräch. Jetzt beende ich das Teilen auch schon wieder. Also alles, was ich euch heute erzähle, könnt ihr da auch nochmal nachlesen. Sind zwar auch, das ist sehr, sehr gut. Und meine letzte Frage, wer von euch glaubt, dass wir noch die Klimakrise abwenden können? Also, dass wir die noch bekämpfen können? Würde ich auch nochmal um Handzeichen. Gut, ich glaube, wir müssen uns da noch gegenseitig was motivieren. Viele sagen, es könnte sehr schwierig werden. Ja, aber ich kann euch verstehen, weil die Lage ist tatsächlich sehr ernst. Und deswegen freue ich mich auch, dass wir heute diesen Talk haben und nochmal mehr versuchen zu überlegen, wie wir unsere Kräfte bündeln können. Natürlich auch zusammen mit Luis, den ich jetzt gleich auch nochmal fragen werde. Ich warne dich schon mal vor, dass gleich eine Frage an dich kommt. Also, da ihr alle sagt, wir können die Klimakrise noch aufhalten, erzähle ich euch einfach kurz, was Grün wählen, sehr gut. Was machen wir im Bundestag dazu? Ich kann natürlich vor allem darüber sprechen, was wir Grüne im Bundestag machen zum Thema Klimapolitik. Aber ihr könnt auch gerne nach anderen Parteien oder sonst wie fragen. Was sind jetzt die aktuellsten Themen? Wenn ich wirklich nur jetzt Ende des Jahres anschaue, weil es gibt wahnsinnig viel und ihr wisst auch wahnsinnig viel, aber was sind die aktuellsten Themen jetzt im Dezember? Der eine Punkt ist, dass die Europäische Union diesen Dezember ein erhöhtes Klimaziel beschließen muss. Also wir haben das Pariser Klimaabkommen verabschiedet, unterschrieben. Und da ist vorgesehen, dass die Staaten alle 5 Jahre nochmal sagen, gut, wo können wir unsere Anstrengungen erhöhen, um die Klimakrise eben aufzuhalten. Und das steht jetzt im Dezember an. Und da tobt gerade die Diskussion zwischen den europäischen Staaten und das Parlament hat auch mitzusprechen und die Kommission, wie hohe Klimaziele schaffen wir. Wir haben immer noch die Autoindustrie und so weiter, die bremsen, aber wir haben andere, zum Beispiel klar erneuerbare Energienfirmen, die sagen, wir müssen längst viel weiter sein. Natürlich auch euch, die junge Generation Fridays for Future, die sagen, ich weiß gar nicht, was Fridays for Future für ein Klimaziel fordert, ehrlich gesagt, aber bestimmt ist das jetzige nicht ausreichend oder was das EU-Parlament vorgeschlagen hat, mit minus 60% bis 2030. Das ist eine große Diskussion, die aktuell läuft und wenn Europa sich da halt gut positioniert, hat es auch Auswirkungen auf Amerika, auf China und letztendlich alle, die CO2 in die Luft blasen und die wir auch brauchen, um diese Klimakrise zu lösen. Und da ist unsere Forderung an die Bundesregierung, jetzt zu schaffen, dass Europa ein möglichst hohes Klimaziel verabschiedet, diesen Dezember. Und der zweite Punkt, was auch noch läuft, vielleicht frage, ob ihr davon schon gehört habt, dass das Erneuerbare Energiengesetz nochmal jetzt verändert wird. Ist wahrscheinlich kein so großes Thema bei euch. Klingt jetzt ziemlich, vielleicht etwas nerdig. Aber es ist tatsächlich sehr wichtig, weil es einfach darum geht, wie viele Solaranlagen, Windanlagen können wir in Deutschland noch aufbauen und die wir natürlich brauchen, weil ansonsten, was verwenden wir sonst weiter? Ich fange jetzt mal an und ihr könnt es vollenden. Kohle, was würden wir sonst noch weiter verbrennen? Wer mag sich kurz melden? Ja, genau, mit dem Verbrennen von Kohle, Öl und Gas setzen wir einfach Kohlenstoffdioxid in die Atmosphäre frei. Und im Grunde ist das CO2 gebunden in der Erde mit Kohle, Öl und Gas. Und wir holen das alles nach oben und damit wird das CO2 freigesetzt, was unsere Atmosphäre total aufheizt. Und deswegen müssen die im Boden bleiben. Und der einzige Weg ist, erneuerbare Energien zu nutzen, also eben Sonne, Wind, weil die sind sowieso vorhanden. Wisst ihr ja, jeden Tag, wir nutzen es nur eben nicht. Genau, Erdöl ist ein weiterer Punkt, den wir im Boden lassen müssen. Und deswegen ist unsere Forderung an die Bundesregierung, jetzt zu gucken, dass jeder, der Interesse hat, zum Beispiel eine Photovoltaikanlage aufs Dach zu machen, das möglichst einfach machen kann. Wer von euch hat eine Photovoltaikanlage auf dem Dach oder eure Eltern? Sehr gut. So, jetzt habe ich aus der Kamera ausgemacht. Bin wieder da. So, aber es sind noch wahnsinnig viele Dächer, wo überhaupt keine
Solaranlage drauf ist. Ne? Oder wenn ihr mal schaut, euer Supermarkt, ja, wahrscheinlich keine Solaranlage drauf. Oder Industrie, auch nichts drauf. Und die Regierung kann das halt einfach machen, dass ich die Solaranlage drauf mache, oder sehr kompliziert. Und aktuell macht sie es sehr kompliziert. Und das wird auch diesen Dezember diskutiert. Und da sagen wir, wir wollen, dass die Bundesregierung auch bei Windenergie die Planungsprozesse einfacher macht. Für alle Leute, die sich engagieren wollen. Das wären mal zwei Themen, die ich für sehr wichtig halte im Dezember. Aber vielleicht gleich die Frage an Luis, ob du noch was ergänzen magst. Also wir haben das auch, ich kann ja noch was dazu sagen, also wir fanden das auch zum Beispiel total spannend mit dem EU-Klimaziel oder finden es weiterhin spannend und wollen natürlich unbedingt, dass das Ambitionierteste, was vorgeschlagen wurde, verabschiedet wird, weil zum Beispiel, wenn das 60% verabschiedet werden würde, dann müsste es ja auch der Kohleausstieg in Deutschland zum Beispiel neu aufgemacht werden und da sehen wir eine riesige Chance drin, dass man da auf einen realistischeren Pfad kommt. Und auch beim EEG, das ist natürlich, wir brauchen eine Vervielfachung von dem Ausbau von den erneuerbaren Energien. Und ich finde es so krass, weil das sind ja die Sachen, bei denen es wirklich umgesetzt wird. Und zum Beispiel Peter Altmaier, der Minister, Wirtschaftsminister von der CDU, hat im Sommer irgendwie ein blumiges Papier vorgestellt, darüber die ganze Zeit geredet. Und jetzt wird wieder im Stillen sozusagen das neue EEG verhandelt und verabschiedet, was weit entfernt von sinnvollen Zielen ist. Und deswegen ist das, sehen wir das sehr als eine Aufgabe von uns, machen wir uns auch Gedanken, darauf nochmal aufmerksam zu machen. Ja, vielen Dank. Es gibt auch schon Kommentare aus der Runde dazu. Zum einen von Marvin, glaube ich, der sagt, dass die Amerika ja aus dem Pariser Klimaschutzabkommen ausgetreten sind. Das ist richtig. Aber der neue Präsident, der gewählt wurde, der ist ja ab 20. Januar im Amt und der hat schon angekündigt, dass Amerika wieder beitreten will. Also da sind wir jetzt erstmal sehr optimistisch, dass sie wieder dazukommen. Also der Wald, um den es geht, der ist in Hessen und heißt Dannenröder Wald. Und der wird aktuell, das sind gerade auch Klimaaktivisten, wird besetzt und der wird geräumt. Und dann sollen die ganzen Bäume abgeholzt werden für ein Stück Autobahn. Das bedauere ich sehr. Das ist nichts, was wir Grüne gewollt haben. Wir sind halt eine Koalition mit der CDU eingegangen. Und die CDU hat dann gesagt, diese Straße, die wird schon seit 40 Jahren, gibt es Leute, die unbedingt diese Straße dort wollen. Und das hat immer, also da gab es einen Beschluss dazu und dann hat die CDU gesagt, wir wollen unbedingt diesen Beschluss aufrechterhalten. Und die Grünen konnten sich da nicht durchsetzen. Also sie haben andere Themen dafür durchsetzen können in der Koalition, zum Beispiel besserer Nahverkehr, aber nicht diese Straße rauszukicken. Und deswegen ist die leider drin geblieben. Und jetzt, selbst wenn wir noch alles tun würden, jetzt geht es nicht, weil es eine Bundesstraße ist. Das heißt, der Bundesverkehrsminister müsste die aufhalten, es ist ein Bundesgesetz. Und ich finde es sehr traurig, dass im Jahr 2020 und noch Bäume abgeholzt werden für Straßen. Und meine Konsequenz ist daraus eigentlich, dass wir die Politik ändern müssen auf Bundesebene. Weil es gibt, ihr müsst euch vorstellen, es gibt noch über 950 Straßen in Deutschland, Bundesstraßen und Autobahnen, die auch noch gebaut werden sollen. Ich weiß nicht, ob euer Eindruck ist, dass wir noch mehr Straßen brauchen. Wer der Meinung ist, wir haben zu wenig Straßen, hebt die Hand. Okay, ich sehe jetzt aktuell niemanden, bräuchten mehr Schienen. Deutschland hat eines der dichtesten Straßennetze der Welt. Ne? Also es ist wirklich zu viel. Und unser Problem ist aber als Grüne, auch im Bundestag, dass 80% der Leute im Bundestag, also CDU, SPD und FDP, wollen unbedingt mehr Straßen haben. Wir hatten erst vor ein paar Wochen eine Diskussion, wir sind da absolut eine Minderheit und deswegen brauchen wir andere Mehrheiten für eine andere Politik, um diesen Straßenbauwahnsinn zu beenden. Und ich stimme euch da absolut zu. Das ist sehr ungünstig. Ich war selber auch im Dannenröder Wald und es tut mir sehr weh, das zu sehen. Wir können es politisch wahrscheinlich nicht mehr aufhalten. Rechtlich sind auch Gerichtsprozesse geführt worden. Aber das muss wirklich das
die letzte Weckruf sein an alle, dass wir unsere Verkehrspolitik ändern. Mehr Schienen ist genannt worden, mehr öffentlicher Nahverkehr, ja, und dass wir in die Richtung gehen. Sehr gut informiert, ja. Wir hätten eigentlich eine Mehrheit im Bundestag für ein Tempolimit. Also wenn dann auch die SPD mitstimmen würde und oder vielleicht fast eine Mehrheit, FDP, wird etwas schwierig. Aber wir müssen das machen. Also das kostet auch gar nichts. Also man muss nur ein paar andere Schilder aufstellen. Es kostet nichts und wir würden Menschenleben retten. Also es sind wirklich hunderte Menschen, tausende Menschen kommen jedes Jahr um und auch wegen dem Rasen auf den Autobahnen. Und es gibt auch Leute, die sagen, unser ganzes Thema mit der Autoindustrie, das ist euch ja wahrscheinlich auch schon aufgefallen, dass die Autos immer größer werden, ne, und immer dicker und es gibt immer mehr Autos, dass auch das weniger werden würde, wenn wir das Tempolimit hätten. Weil mit so einem dicken Auto, mit so einer Limousine macht es ja keinen Spaß, in der Fußgängerzone zu fahren. Das kauft man sich ja, um zu rasen. Deswegen sind wir absolut dafür, schnell dieses Tempolimit einzuführen. Ich muss euch allerdings sagen, dass es ist eine wichtige Maßnahme für die Sicherheit. Es spart alleine noch nicht so viel CO2 ein. Also da muss noch viel dazukommen, aber es ist der erste Schritt. Luis, was sagst du? Warum gibt es einfach immer noch keine Mehrheit im Bundestag für ein Tempolimit? Wie kann das sein? Ich verstehe es nicht. Ach, ich finde das ganz schön. Ich habe neulich auch mit meinen Leuten hier drüber geredet, ob es eigentlich nicht ein Problem ist, dass immer diese kleinen Dinge, die sind ja eigentlich Sachen, die angepackt werden. Wir haben darüber geredet, zum Beispiel, dass jetzt Strohhalme ja tatsächlich verboten wurden. Und das ist was Leute so direkt merken. Aber wenn man jetzt mal überlegt, wenn ihr euch um euch rumschaut, wo ist überall Plastik und wie viel macht jetzt das aus, dass die Strohhalme verboten sind, dann finde ich, sind es immer so kosmetische Änderungen. Da würde ich das Tempolimit auch dazu zählen. Das ist natürlich super. Ich finde einfach rein rational, jeder sollte dafür sein. Aber ja, wichtige große Entscheidungen sollten nicht dann dadurch in hintere Kämmerchen geraten. Und eine Sache noch zum Dank. Ich glaube, also ich war auch mega stolz auf euch, dass ihr das direkt so gefragt habt. Da habt ihr genau den wunden Punkt identifiziert. Und ich finde es so spannend, weil man muss sich eben auch fragen, ja, wie soll das eigentlich funktionieren? Weil die Autobahn ist zum Beispiel nicht das einzige Projekt der Grünen in Hessen, ist es. Was jetzt nicht so cool ist, sondern ich erinnere mich, wir haben noch vor Fridays for Future auch demonstriert, auch in den Wald besetzt gegen den Ausbau von dem Flughafen. Und da hat auch Tariq Al-Wazir versprochen, dass der Flughafen nicht ausgebaut wird, dass er ausgebaut wird, aber dass es kein Billigflugterminal wird. Am Ende ist es doch eins geworden. Und ja, das Einzige, was da eine richtige Änderung bringen kann, ist eigentlich, wenn wir uns organisieren, wenn wir laut werden und wenn wir auf die Straße gehen, weil das brauchen ja dann auch die Leute bei den Grünen intern, auch in den anderen Parteien eines Tages hoffentlich, um sozusagen Druck zu machen auf die eigenen Leute, die sich dann nicht so mit damit beschäftigen und sagen, ja gut, eine Autobahn hinterher macht jetzt eigentlich den großen Unterschied. Ne? Deswegen freue ich mich total, dass ihr auch alle hier seid und die richtigen Fragen stellt. Also ich finde es Wahnsinn. Ihr habt schon die wichtigsten Streit- und Problempunkte der Umweltpolitik erkannt. Also klar kann es sein, dass auch für eine Schiene man einen Baum abholzen muss oder vielleicht eine Wiese durchqueren muss, ne? Weil überall, wo man was baut, kann auch was kaputt gehen. Das heißt, wir als Grüne können nicht garantieren oder auch ich als Baumumarmerin, ich kann euch ja später noch erzählen, ich habe da einen speziellen Wald bei mir zu Hause, wo ich mich einsetze, wie ihr wahrscheinlich alle auch. Ich kann nicht garantieren, dass wir keine Natur irgendwie ja, beeinträchtigen müssen für ein Windrad oder für die Schiene oder so. Das wird passieren, aber die große Frage ist, wofür müssen wir dann den Baum abholzen? Also ist es was Sinnvolles, was wir alle wollen und alle brauchen? Oder ist es dann eben noch eine Straße, die wir im Grunde für die Zukunft nicht mehr wollen? Also so würde ich das sehen. Und es gibt ja auch Naturschutzprüfungen, ne? Also vielleicht um dich zu beruhigen. Also bei keinem Bauwerk kann ich einfach so bauen,
sondern ich muss ja Untersuchungen beibringen, mit den Naturschutzbehörden reden und das, was auch in vielen anderen Ländern zum Beispiel nicht ist, das ist schon gut bei uns. Aber ja, es wird sich was verändern, auch durch Schienen. Ja, für seltene Metalle werden, Gott, ich kann schon den Chat gar nicht mehr nachvollziehen. Ja, beantwortet das so im Wesentlichen deine Frage oder? Gut, ich kann euch nur sagen, Leute, wir haben noch viel zu klären und zu diskutieren, wie wir das alles schaffen in der Gesellschaft. Und ihr spielt eine ganz, ganz wichtige Rolle dabei, uns zu helfen. Also ich glaube, wir werden das nicht allein packen, weder Luis noch ich, diese ganzen Bündnisse zu schmieden und ja, die Mehrheiten hinzukriegen. Gut, ich sehe jetzt noch eine blaue Hand. Ich habe aber auch noch ein paar Folien dabei. Ich weiß euch nicht, ob euch das vielleicht noch interessiert. Noch ein, zwei Folien vom Bundestag und dann können wir auch weiter diskutieren. Sie sagen eben, dass das Stau ist, also dass LKWs breitere Straßen brauchen, zum Beispiel, dass Leute am Also ein großes Argument ist, dass Leute an lauten Straßen wohnen und man diese Leute schonen muss. Das Problem ist nur, je mehr Straßen wir haben, desto mehr Autos werden fahren. Also wir sind ja auch für Lärmschutz, aber wir gehen halt mal davon aus, wie kann man den Verkehr reduzieren insgesamt. Und das ist das, was bei den anderen Parteien meiner Gefühl nach keine so große Rolle spielt. Also wie kriegen wir Leute von den Autos weg und von den LKWs weg, auch die Bahn zum Beispiel. Diese Überlegung wird nicht gemacht. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, früher, da haben doch die Könige, haben sich doch oft so Paläste gebaut. Oder die Ägypter, so, wie heißt es, Mausoleen. Und leider viele Politiker denken, wenn sie eine Straße zu sich in die Region holen, dann ist es so eine Art Denkmal für sie. Und dann ist es ein politischer Erfolg. Es hat absolut keine Logik oder Sinn, aber es ist häufig, da habe ich das beobachtet, dass viele das denken. Und im Bundestag wurde sogar schon behauptet von den anderen Parteien, dass mehr Straßen gut für den Klimaschutz sind. Was sagt ihr dazu? Ich bin absolut sprachlos. Das kann keiner verstehen. Ich glaube, die Leute müssen mit euch mal in Kontakt kommen, um Realität zu begreifen. Gründe, die ich vergessen habe? Oh, sicherlich, aber ich dachte, wollen wir nochmal die Fragen gebündelt sammeln, dann kannst du nochmal deine Folien zeigen. Ich glaube, es ist für alle auch nochmal interessant. Ja. Ja, genau, also aber mal im Ernst, hier kommt nochmal die Frage auch, ich glaube, es ist auch schon spannend, was ist die Logik? Also moderne Straßen, da spart man irgendwie Sprit, weil das irgendwie besser sich fahren lässt oder keine Ahnung. Es macht in jedem Fall nicht so richtig Sinn, ne? Okay, gut, dann sagen wir erst noch mal was zu den tollen Fragen und dann zeige ich noch ein paar Folien und dann könnt ihr vielleicht noch zum Bundestag oder auch nicht zum Bundestag, wie auch immer, was sagen. Also, ich würde jetzt mal die drei Autofragen zusammenfassen und dann haben wir noch das Thema Wald abholzen durch eine Elektroautofirma, ne, wenn ich das richtig verstanden habe. Also Philipp hatte vorgeschlagen, dass die Preise von Autos steigen sollen, halten wir für einen guten Punkt. Also wir Grüne fordern, dass Benzin auch teurer wird und auch Autos in dem Sinne teurer werden. Zum Beispiel, wenn ich einen Dienstwagen fahre, also ich bin Vertreter und fahre von Haustür zu Haustür und dann kann ich einen Dienstwagen von der Steuer absetzen. Und aktuell ist es so, auch wenn der sehr klimaschädlich ist und ein riesiges Limousine, kann ich den genauso absetzen wie ein Elektroauto. Wir wollen, dass es nicht mehr geht, dass es alles teurer wird und ich einen Anreiz habe, mehr entweder gar kein Auto zu fahren oder ein kleineres und auch eins, was kein CO2
verursacht. Und da bin ich bei der Frage von Viola. Elektroautos oder Benzinautos? Ja, also aktuell ist es so, dass wir haben die Wahl im Grunde zwischen eben Benzinauto und dem Elektroauto. Es gibt noch mehrere andere Autos, aber die kann man aktuell noch nicht wirklich gut kaufen oder betanken. Das heißt, wenn eure Eltern jetzt ein Auto sich anschaffen, haben sie die Wahl zwischen den beiden. Ach ja, und Hybridautos, aber die sind auch nicht gut. Und Elektroautos sind auf jeden Fall besser, weil da kann man nämlich 100% erneuerbaren Strom reintanken ins Auto. Und ja, es ist ganz leise, es ist nicht dreckig, kein CO2 wird rausgeblasen, deswegen ist es absolut besser. Während beim Benzinauto Benzin und Diesel auch einfach verbrannt wird. Es ist dann weg und es schadet dem Klima. Und im Elektroauto ist sozusagen ein Akku drin, also was man auch recyceln kann, mehrfach verwenden kann. Deswegen ist das besser. Solarfahrradwege, Solarautowege. Ich kenne Solarfahrradwege, also was du gesagt hast, dass in der Straße Solarzellen eingelassen sind und die Strom erzeugen. Das gibt es in Deutschland, soweit ich weiß, noch nicht wirklich viel. In Dänemark mehr, das ist möglich und machbar. Wie es ganz genau funktioniert, ich glaube, wie eine normale Solarzelle wird die Sonne eben einfach aufgenommen und weiter verwandelt. Und letzter Punkt, Tesla in Brandenburg, das ist eben eine große Elektroautofabrik, habt ihr wahrscheinlich auch schon mal gehört, die jetzt in Deutschland einen Unternehmenssitz gebaut hat und dafür auch einen Wald abholzen musste. Man muss eben dazu sagen, wie du schon sagst, das war ein Industriewald, also ein Fichten, Kiefern, weiß gar nicht, Fichte und Kiefer, ein Nadelholz-Industriewald, der auch erst vor ein paar Jahrzehnten so hingepflanzt wurde. Es war kein wertvoller alter Wald. Natürlich muss ausgeglichen werden. Also das ist in Deutschland ja Gesetz, wenn ich die Natur irgendwie beschädige, muss ich anderswo was dafür pflanzen. Und da sind wir 100% dafür. Aber wir glauben auch, dass es wichtig ist, dass in Deutschland moderne Autos gebaut werden, weil, wie ihr wahrscheinlich wisst, aktuell werden in Deutschland hauptsächlich Benzinautos gebaut. Luis, habe ich irgendwas vergessen oder? Nee, top. Okay. Möchte noch jemand die Folien sehen? Es sind die Hände. Ich finde es super. Also damit habe ich auch nicht gerechnet. Ich habe selber auch was mitgebracht und dachte so, wir reden die ganze Zeit. Aber stimmt, ihr seid ja oder willst du vielleicht zuerst deine Folien zeigen? Ja, aber es sind schon wieder 4 Meldungen. Machen wir es doch so. Wir so eine ich zeige einmal ganz kurz was. Oder, ja, genau. Und dann vielleicht du gleich und dann gehen wir wieder in die Diskussion. Und ihr überlegt euch einfach so lang, haltet ihr eure Fragen im Kopf oder auf dem Papier. Hier nur ein Beispiel, wie ich etwas ernster als jetzt heute mit euch eine Rede halte. Das ist der Herr Schäuble, Bundestagspräsident, und da seht ihr die Parteien. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren. Vor über 6 Monaten stand ich auch hier, als wir über Fridays for Future diskutiert haben. Und ich hatte damals, Sie können ja lachen, aber ich hatte damals tatsächlich Hoffnung, dass diese weltweite Bewegung auch bei uns ankommen würde. Ein Ende der ritualisierten Debatten, ein Anfang echter Politik für die Zukunft. Heute bin ich enttäuscht und wütend. Können wir wirklich nicht mehr schaffen als das, was Sie hier vorlegen? Wir reden seit Jahren davon, eine Sitzung des Umweltausschusses nach der anderen, geballtes Expertenwissen. Eine ganze Generation, die auf die Straße geht. Ich will es das ganze Video vorspielen. Es ist einfach nur, so sieht es aus. Und natürlich meine Kolleginnen und Kollegen, die gehen auch ans Rednerpult und tragen ihre Meinungen vor. Und leider ist trotzdem noch nicht genügend gute Gesetze verabschiedet worden, weil wir Grüne einfach so klein sind im Bundestag. Das seht ihr nämlich hier auf der Grafik. Man denkt immer, es gibt große Erwartungen an uns, aber wir sind aktuell im Bundestag tatsächlich die kleinste Partei. Deswegen ist auch die nächste Bundestagswahl für uns und auch für andere so wichtig, dass da mehr passiert. So sieht es aktuell aus im Bundestag. Und ja, das waren jetzt einfach schon mal die Themen, die Folien, die ich ganz kurz zeigen wollte. Und von meinem Arbeitsplatz. Und genau, falls ihr mal Langeweile habt und Reden anschauen wollt, findet ihr alles auf meinem Kanal. Jetzt gebe ich schon an Luis und seine Folien.
Ja, genau. Ich brauche auch noch mal kurz euren Rat. Also ich habe noch mal mitgebracht, wie ihr selbst, also ein bisschen von mir, wie ich aktiv geworden bin, von Botschafter zu Fridays for Future Aktivist und alles Mögliche. Vielleicht würde es passen am Ende, oder? Wollt ihr noch ein bisschen über die Politik reden? Oder soll ich das jetzt direkt einmal zeigen? Was ich gesagt habe, was man nach dem ganzen fragen kann, ist, wo fängt man eigentlich an? Seid ihr schon mal aktiv geworden? Ups. Es sind einige dabei, die schon mal aktiv wurden. Ja, cool. Planet for Planet ist ja auch eine wahnsinnige Möglichkeit. Und das ist nämlich schon der Schritt 1 in Richtung Aktivistin werden sozusagen. Man muss erstmal selber aktiv werden und was in die Hand nehmen und sagen, wie es ist, gefällt mir nicht. Und das ist mir so gegangen, als ich, meine Eltern haben immer an den WWF gespendet und haben da immer so ein Mitgliedermagazin bekommen. Und das lag immer zu Hause und ich durfte das aber nicht anschauen. Und da waren immer ganz schreckliche Bilder drin, so wie man es hier so ein bisschen sieht, von großer Zerstörung von Menschen, die eben auch leiden. Und deswegen habe ich unbedingt entschieden, ich habe heimlich reingeguckt und habe entschieden, ich muss unbedingt zu Greenpeace gehen. Und dachte, ich hänge mich dann da irgendwo mit so einem Banner hin und habe dann alle Probleme gelöst. Und ich war damals 10 Jahre alt, habe mich nicht getraut, die Leute von Greenpeace in der Fußgängerzone anzusprechen. Also habe ich meine Eltern gefragt, ob sie für mich fragen, ob ich bei Greenpeace mitmachen darf. Und leider war ich zu jung. Aber zum Glück gibt es Plan for the Planet. Da habe ich dann nämlich angefangen und fand es total schön. Ich habe eine Akademie besucht, wie ihr alle oder die meisten von euch wahrscheinlich auch. Und habe dann angefangen, eine Woche später kam schon die erste Anfrage von Plan for the Planet, dann eben, ob ich einen Vortrag halten kann. Das sieht man hier, da bin ich zu einem Bürgermeister in meiner, also in Wüstenrot, in der Nähe von meiner Heimat gegangen. Und wir haben gemeinsam einen Baum gepflanzt und eben, ich habe ihm erzählt, ja, wir müssen unbedingt ganz viele Bäume pflanzen und so weiter und so fort. Und dann hat er mir erklärt, naja, aber das ist gar nicht so einfach, weil die Leute im Dorf, ne, wir haben viele Bäume und die wollen das vielleicht gar nicht. Und für mich war es schwer zu verstehen, aber ich habe verstanden, wir müssen mehr werden. Und habe dann auch angefangen, andere Kinder und Jugendliche auf Akademien eben auszubilden. Ja, ist echt, ich verstehe es nicht mehr. Ah, da sehe ich euch. Wer von euch war alles schon auf einer Akademie? Ihr könnt auch noch mal die Hand heben. Dann sehe ich das. Einige und einige sind. Ist jemand während Corona noch dazu gekommen? Jawohl, das ist ja toll. Auch viele über die Tree Talks oder die digitalen Akademien dazugekommen. Alles klar. Oh, jetzt ist die falsche. So, Entschuldigung. Und genau, habe ganz viele Botschafterinnen und Botschafter ausgebildet auf den Akademien, weil wir mehr werden müssen. Und inzwischen war ich auch alt genug, um bei Greenpeace mitmachen zu dürfen. Und da habe ich andere Sachen gemacht, als ich erwartet habe. Wir haben zum Beispiel Kleidertauschpartys veranstaltet oder wir haben Unterschriftenübergaben gemacht, wie man es da rechts sieht. Da ziehen wir gerade in Berlin so einen großen Wagen voller Unterschriften zum Umweltministerium. Und das ist ein ganz wichtiges Ding, weil wir können alleine die Welt nicht retten. Wenn wir zu einem Bürgermeister gehen, aber ganz alleine sind mit unserer Forderung, dann ist es oft schwer. Das heißt, was das Zweite, was unglaublich wichtig ist, ist, wir müssen Mitstreiterinnen und Mitstreiter finden, mit denen wir gemeinsam für die Sache kämpfen. Und das habe ich eben auch gemacht, indem ich bei Greenpeace aktiv war, indem ich bei den Akademien andere Botschafterinnen und Botschafter ausgebildet habe. Und ich war damals wirklich sehr motiviert und hier sieht man nochmal ein paar wirklich coole Bilder, die ich mit euch teilen wollte. Da war ich zum Beispiel in Tadschikistan. Weiß jemand von euch, wo das liegen könnte? Können wir ja später noch auflösen. Aber in Tadschikistan, also ganz weit weg in jedem Fall, habe dort eine Akademie gemacht, das sieht man rechts oder links, das ist in Luxemburg, da kam sogar die, ich weiß jetzt nicht den korrekten Titel, aber so Prinzessin oder so von Luxemburgs unserer Pflanzaktion. Das waren wirklich außerordentliche Events, die wir da gemacht haben mit Plant for the Planet. Und wir haben gemerkt, es kommt was in Bewegung. Hier sieht man unsere Treffen. Wir haben sozusagen, wir hatten Leute aus der ganzen Welt, die kommen immer beim Youth Summit zusammen. Das gibt es ja auch weiterhin noch bei Plant for the Planet. Gab es jetzt gerade digital. Und es ist ein unglaublich toller Ort, weil dort kommen alle Leute zusammen aus der ganzen Welt, die dafür kämpfen, dass wir mehr Bäume pflanzen, dass wir die Klimakrise in den Griff bekommen. Und das hier ist ein ganz spezielles Youth Summit, das ist nämlich 2015 gewesen. Da haben wir das erste Mal entschieden, dass wir zum Beispiel einen Klimastreik machen wollen. Das sieht man auch hier oben.
Ja, unser Klimastreik war natürlich niemals so erfolgreich wie der später von Greta, aber wir waren damals schon sehr motiviert, für das Klima zu streiken, und wir haben uns zusammengetan und gemeinsam was Cooles unternommen. Also ganz wichtig, ihr müsst Mitstreiterinnen und Mitstreiter finden, weil zusammen macht es auch einfach nochmal viel mehr Spaß, wie man vielleicht auch auf dem Bild oben gesehen hat. Da könnt ihr ja auch teilnehmen bei Plan for the Planet an den Konferenzen, die Plan for the Planet veranstaltet. Und als nächstes dachte ich, wir sind eigentlich relativ viele Leute und wir sind auch alle richtig motiviert, was zu verändern, machen coole Aktionen. Jetzt ist es eigentlich nur noch richtig wichtig, dass die Botschaft, die wir haben, an Politikerinnen und Politiker kommt und dass wir die überzeugen. Und dann habe ich ein Jahr sozusagen ehrenamtlich bei Plan for the Planet die ganze Zeit mitgemacht, also sozusagen ein Vollzeitaktivist, und habe ganz viele Konferenzen besucht. Da oben sieht man es auf der Klimakonferenz. Ich war in Nairobi zum Beispiel bei der AFR 100 und vielen anderen Veranstaltungen zum Thema Bäume auch, und habe dort geredet, gesagt, was wir Kinder und Jugendliche fordern und wollen. Und was wir glauben, was umgesetzt werden muss. Und habe da aber eine ganz entscheidende Sache gelernt, denn ich dachte immer, man fährt zu diesen Konferenzen und dort wird alles entschieden. Und wenn man auf der Klimakonferenz ist, wenn man dann nur schlau genug ist, dann kann man das Klima wirklich retten. Und genau, so bin ich dann eben Experte auch auf eine Art auf dem Gebiet geworden, weil ich halt mich immer mehr reingefuchst habe in die Details und wie das alles funktioniert. Aber die Wahrheit hat mich auch eingeholt. Das war hier in Katowice, auf der Klimakonferenz in Katowice von den Vereinten Nationen. Dort links sieht man, wir hatten zum Beispiel große Probleme mit unserer guten Schokolade. Die kennt ihr ja sicher alle auch. Die konnte nicht so richtig geliefert werden, also mussten wir die in ganz vielen Taxis da transportieren. Und auf dem nächsten Bild sieht man dann mich bei den, wo ich mit den Delegierten von der deutschen Regierung spreche. Und das war ein ganz, ganz wichtiger Moment für mich, weil das sind ganz trockene Leute mit wenig Humor. Also ich möchte jetzt keine Vorurteile, also maybe, sie haben Humor, keine Ahnung, und ich bin nur zu jung dafür. Aber genau, von denen ich das als allerletztes erwartet habe. Und wir waren dort mit den Jugendlichen und haben überlegt, wir haben dann irgendwann mal gefragt, was können wir als Jugendliche jetzt eigentlich noch beitragen dazu, dass die Verhandlungen hier gelingen. Und dann hat diese Frau so in diesem Anzug und so weiter und so fort gesagt, na, solche Sachen, die im Hambacher Forst gerade passieren, sind eigentlich total großartig. Und ich war so aus allen Wolken geblasen, weil ich das gar nicht, diese Connection gar nicht so stark gesehen habe. Aber das ist eben genau, was es braucht. Auf den Konferenzen wird es nichts entschieden. Politiker entscheiden nichts alleine, sondern es wird alles entschieden in dem Land, je nachdem, wie die Stimmung auch ist, ne, und ob Druck da ist für eine Entscheidung und für eine Veränderung. Und das sieht man auf den letzten beiden Bildern. Da hat dann der erste Klimastreik in Berlin stattgefunden. Und ich habe damals spontan dann entschieden, ich kannte Luisa, die das ja mitorganisiert hat, schon davor. Und die hat gesagt, ich organisiere so einen Klimastreik. Und ich dachte, vielleicht ist das jetzt genau das Richtige. Vielleicht müssen wir mit Schülern auf die Straße gehen, um zu zeigen, dass wir wollen, dass Deutschland ambitionierten Klimaschutz macht. Und das haben wir dann auch gemacht. Und ja, daraus ist was sehr Großes geworden. Fridays for Future. Wir haben unglaublich viele Leute mobilisiert, waren ganz viel aktiv und haben, da oben sieht man Camp, was wir gemacht haben in Brüssel. Auf den anderen Bildern sieht man unsere Großdemos oder da ganz unten rechts nochmal. Da waren wir natürlich auch bei den Politikerinnen und Politikern, haben uns angehört, was die zu sagen haben, haben denen gesagt, was wir denken. Und für mich ist so ein bisschen Fridays for Future die Verbindung sozusagen von allen. Wir sind aktiv, wir haben Mitstreiterinnen und Mitstreiter gefunden. Viele von uns sind Experten auf ihren Gebieten. Wir haben schon davor sich viel engagiert, waren bei Konferenzen und so weiter und so fort, kennen sich aus und verbinden jetzt alles und machen dadurch eben richtig wirkungsvolle Sachen. Genau. Soweit von mir mal. Ich versuche mich mal wieder zu entdingsen. Cool. Also Plan for the Planet ist in jedem Fall ein wunderbarer Punkt, um zu starten, um ganz viele Leute kennenzulernen, um andere Leute auch für das Thema zu begeistern und gemeinsam aktiv zu werden. Ihr habt jetzt nochmal gehört, ne? Man kann auf ganz verschiedene Weise für Klimaschutz aktiv sein oder für eine bessere Welt, sagen wir mal so. Und da braucht es Leute im Parlament und außerhalb des Parlaments. Und wir haben auch gemeinsam schon tolle Sachen geschafft, wie zum Beispiel möchte ich eine Sache beim Verkehr nochmal, weil wir das schon hatten. Die Autoindustrie wollte gern eine Abwrackprämie haben,
damals im Sommer, also wo sie gesagt haben, jeder, der sozusagen ein neues Benzinauto auch kauft, kriegt dann Geld von der Bundesregierung. Und das ist zum Beispiel eine Sache, die wir verhindern konnten, eine ganz große Front von Umweltverbänden, Klimaaktivisten, Politikern. Und die Bundesregierung konnte das dann nicht mehr machen. Die Autoindustrie hat nicht gewonnen. Und so gibt es schon viele kleine Erfolge, die wir schon gefeiert haben, weil einfach jeder in den Möglichkeiten, die er hat, aktiv ist. Und deswegen freut es mich immer wieder, Luis und die anderen zu sehen auf den verschiedenen Parketten, auch wenn wir noch lange nicht am Ende sind. Das ist ja klar. Deswegen brauchen wir euch auch, die uns dann stützt. Gut, ich glaube, das ist ein bisschen auch mit Frage 1 verbunden. Wie findet man Mitstreiterinnen und Mitstreiter und wie wirkt man für die Sache? Jetzt machen wir eine erste Antwortrunde und Luis, vielleicht willst du gerne auf die Mitmachfragen gleich. Jawohl. Also Mitstreiterinnen und Mitstreiter findet ihr an vielen Orten, aber natürlich zum Beispiel hier bei Planet for the Planet. Ihr könnt immer auch das Büro anschreiben. Ja, zum Beispiel Emma oder die anderen, die hier sind, könnt ihr fragen, hey, gibt es in meiner Region eigentlich Botschafter? Kann ich mit denen mal Kontakt aufnehmen? Ne? Botschafter für Klimagerechtigkeit. Und dann könnt ihr gemeinsam einen Club gründen und eben in eurer Region aktiv das machen, was Philipp eben gerade vorgeschlagen hat. Nein, was Philipp auch schon vorgeschlagen hat, nämlich zum Beispiel Unterschriften sammeln, Schokoladenverkostung machen und so weiter und so fort. Beantwortest du deine Frage ein bisschen? Ja. Super. Lisa, magst du alle Autofragen dann direkt machen? Oder? Also ich glaube, oder ich kann auch was sagen, ich glaube so, alles richtig gute Punkte, die ihr macht und auch, das ist eben genau der entscheidende Punkt, auch E-Autos sind nicht komplett, die Lösung, sondern die Frage ist eben, wie gestalten wir die Mobilität in Zukunft klimaneutral und auch sozial verträglich? Ne? Weil nur wenn man jetzt zum Beispiel nur Autos teurer macht, aber keine andere Lösung bietet, dann ist es ja auch schwierig für manche Menschen, dann noch von A nach B zu kommen. Das heißt, es ist am Ende ist eine große Kombination von allem. Wir müssen in jedem Fall die Bahn ausbauen, müssen in jedem Fall mehr Bahn fahren. Und wir müssen uns fragen, brauchen wir alle Autos oder vielleicht haben manche Eltern von euch auch zwei Autos? Ist das wirklich nötig und wo können wir sozusagen Dinge verlagern oder einsparen? Genau, da würde ich gerne gleich anknüpfen. Also aktuell haben wir in Deutschland ja 47 Millionen Autos. Das heißt, auf jede zweite Person, auch Rentner oder Baby, kommt ein Auto in Deutschland. Das ist ja wahrscheinlich zu viel, würdet ihr mir alle zustimmen. Das heißt, das wäre eigentlich genau der erste Punkt. Und es werden jedes Jahr 6 Millionen Autos in Deutschland gebaut. Also etwas zu viel, würde ich sagen, wenn wir den Verkehr ja umweltfreundlich machen wollen. Und deswegen müssen wir überlegen, wie können wir schaffen, dass mehr Leute kein Auto mehr brauchen, weil eben der Bus fährt, weil die Bahn fährt und dann insgesamt auch weniger Autos haben. Aber es wird eine Zeit lang noch Autos geben und vielleicht auch Menschen, die so abgelegen wohnen, in irgendwelchen Dörfern mit 2 Personen oder so, wo es auch nicht lohnt, den Bus hinzufahren. Und da wird es weiterhin Autos geben. Und dann ist eben das Elektroauto aktuell die nachhaltigste Version. Das war ja auch nochmal die Frage von euch. Kann es sein, dass jemand in 5 Jahren nochmal ein Auto entwickelt, was noch nachhaltiger ist, aber was aktuell, was ihr zur Verfügung habt, Benzinauto oder Hybridauto, das heißt eine Mischung aus Benzin, Elektro oder Elektroauto, ist Elektroauto das Nachhaltigste. Was natürlich nicht heißt, dass wir nicht auch auf die Umweltfreundlichkeit genau schauen. Und es gibt Rohstoffe aus anderen Ländern, die im Elektroauto reinkommen. Bloß, was mich immer wundert ist, wir haben diese Rohstoffe in unseren Handys, in unseren Laptops, und ja auch in den Benzinautos. Aber da redet überhaupt niemand drüber, sondern alle reden über die Rohstoffe in Elektroautos. Deswegen habe ich das Gefühl, diese Diskussion ist ein bisschen angezettelt von der Autolobby. Und für uns ist einfach wichtig, wie schaffen wir es, alle Produkte, die nach Deutschland geliefert werden,
dass die Menschen in den Ländern vor Ort, dass da keine Kinderarbeit gibt, keine Menschenrechtsverletzungen, dass wir den Leuten nicht ihre Natur wegnehmen. Das müssen wir insgesamt schauen, nicht nur bei Elektroautos, bei allen Rohstoffen, die nach Deutschland kommen. Und da wird aktuell auch ein Gesetz diskutiert, das Lieferkettengesetz, was heißt, dass auch Firmen, die mit anderen Ländern Geschäfte machen, dort Verantwortung haben. Das wäre nochmal ein eigenes Seminar wahrscheinlich wert. Letzter Punkt, mit wem wollen wir Grünen in die Koalition gehen? Also am liebsten würde ich persönlich eine Koalition machen, wo die Grünen die stärkste Partei sind und im Kanzleramt sitzen. Also ein grüner Herr oder Frau Merkel sozusagen es gibt. Und dann zusammen mit SPD und der Linkspartei eine Koalition zu machen. Aktuell von den Umfragen her sieht es leider nicht so aus, dass es reichen würde. Aber wir arbeiten dran. Wir versuchen so stark wie möglich zu werden als Grüne und dann mit allen Parteien zu reden. Aber ich kann euch versichern, wir machen nur eine Koalition, wo wir auch wirklich eine andere Politik machen können im Klimabereich. Sonst bringt es für uns nichts. Also das kann ich euch versprechen. Gut, jetzt haben wir wieder neue Fragen. Ena ist provoziert. Ja, super. Emma, magst du da vielleicht mit anfangen? Genau. Ich würde davor noch kurz zu der Frage von Elena was sagen. Und zwar, Joris hat es zwar auch schon in den Chat geschrieben, aber wir haben mittlerweile schon mehr als 13 Milliarden Bäume gepflanzt und vor kurzem mit der guten Schokolade quasi den nächsten Step erreicht, wo wir 5 Milliarden Bäume gepflanzt haben. 5 Millionen, jetzt bin ich gerade selber verwirrt. Es sind einfach so Millionen. Viele Zahlen und Bäume. Also 5 Millionen, genau. Haben wir gepflanzt. Das ist schon total viel, aber natürlich müssen es noch viel, viel mehr werden, wenn wir insgesamt 1000 Milliarden Bäume pflanzen wollen. Das heißt, uns wird nicht langweilig, wir haben alle noch was zu tun. Und zum Beispiel, wie der Philipp schon gesagt hat, ist ja so eine Möglichkeit, ist es eine Idee, sich zu vernetzen. Genau, also vielleicht gibt es da mal in Zukunft Möglichkeiten. Teilweise lernt ihr euch ja auch bei den Akademien kennen, wo ja vor allem eben andere aus deiner und eurer Umgebung eben sind, mit denen ihr euch dann vor Ort direkt vernetzen könnt. Das ist natürlich momentan durch die Online-Akademie ein bisschen schwieriger, aber wenn ihr da Kontakte habt, könnt ihr den natürlich sehr gerne nutzen und auch weiterhin gemeinsam in Kontakt bleiben. Wir haben auch die Möglichkeit, dass ihr zum Beispiel Clubs eröffnet. Die gibt es in verschiedenen Orten bei uns, zum Beispiel in Soest oder Hamburg oder Kiel haben wir einen Club. Und da ist es eben so, entweder gibt es bei euch in der Umgebung schon einen, wo ihr dann einfach dazukommen könnt und Teil dieses Clubs werden könnt, oder ihr gründet selber einen. Also da gibt es auf jeden Fall Möglichkeiten, wie ihr aktiv werden könnt und das nicht alleine machen müsst. Genau. Lisa, bevor wir jetzt die E-Auto-Sachen ganz hinten runterfallen lassen, magst du nochmal? Ja, ich finde es spannend, dass ihr, also in Runden von älteren Leuten, wo ich bin, also mein Alter und älter, sind auch immer Autos und Verkehr das allergrößte Thema. Also ja, das scheint sehr am nahen Leben dran zu sein. Also der Solarfahrradweg, ich denke, es läuft entweder so, dass die Solarzelle den Strom produziert und dann über die Stromleitung weitergibt in das allgemeine Stromnetz und es kann dann für alles möglich verwendet werden. Oder die Energie geht direkt über auf ein Fahrzeug, aber da kann ich ehrlich gesagt noch nicht sagen, wie das funktionieren könnte. Da bin ich jetzt überfragt. Wasserstoffautos gibt es und bloß es ist halt so, wenn du den Strom hast, also zum Beispiel erneuerbaren Strom, um daraus noch Wasserstoff zu machen, brauchst du auch nochmal Energie. Das heißt, wir haben einen sehr geringen Wirkungsgrad bei einem Wasserstoffauto und es lohnt sich bei so einem kleinen Pkw nicht. Es lohnt sich dann eher nur bei LKWs oder Schiffen, wo du mit einem Elektroakku nicht weiterkommst. Also ihr könnt euch ja wahrscheinlich schlecht ein Flugzeug mit lauter Akkus vorstellen, was dann fliegt. Gibt es auch, aber das Flugzeug ist sehr schwer und braucht deswegen einen flüssigen Treibstoff.
Und dafür ist Wasserstoff bzw. der Treibstoff, den man daraus macht, dann wieder gut. Aber für Autos ist das zu viel Energieaufwand. Das ist zumindest so der aktuelle Stand. Und zum Bahnverkehr oder zu billigen Bussen stimme ich dir absolut zu. Öffentlicher Nahverkehr muss günstiger sein. Aber wichtig ist vor allem auch, dass der Bus auch fährt. Weil es bringt dir nichts, wenn der öffentliche Nahverkehr kostenlos ist, aber dein Schulbus kommt nur morgens und abends. Also deswegen müssen wir an beides denken. Die Preise und der Bus fährt regelmäßig alle halbe Stunde oder so. Da könnt ihr euch immer gerne an uns wenden. Also wir haben auf unserer Website ganz viele Infos dazu, wie ihr so eine Schokoladenverkostung machen könnt oder wie ihr generell aktiv werden könnt. Es gab aber zum Beispiel auch schon mal einen Tree Talk dazu, wie ihr selber aktiv werden könnt. Und den gibt es bei uns auf YouTube zum Nachschauen. Also wenn ihr da Interesse habt, könnt ihr euch das sehr gerne auf YouTube nachschauen. Im Anschluss an diesen Tree Talk bekommt ihr auch wie immer nochmal eine E-Mail mit lauter wichtigen Infos und Links. Das heißt, wenn ihr da noch irgendwelche Infos braucht, dann findet ihr die da auf jeden Fall und ansonsten könnt ihr immer sehr gerne auf uns zukommen. Ich glaube, das würde jetzt den Rahmen ein bisschen sprengen, wenn wir das auch noch erwähnen. Aber ihr findet auf jeden Fall Infos und kommt gerne auf mich oder auch andere aus dem Team zu und wir helfen euch sehr gerne. Ich habe noch eine Bitte an euch, weil ihr alle große Baumfans seid. Vielleicht einige aus Bayern sind oder vielleicht auch weiter weg, das macht nichts. Wir haben einen sehr, sehr wichtigen Wald bei uns mit alten Buchen, die gibt es noch ganz selten in Deutschland, der unbedingt Nationalpark werden muss. Und ich würde mich total freuen, wenn ihr mich da irgendwie unterstützen könnt oder uns. Wir haben ein Bündnis gegründet und jetzt zeige ich euch nur noch ein Bild dazu, um das mal kurz hier ein paar Sachen überspringen. Ja, hier seht ihr Teile des Bündnisses Steigi bleibt, aber ihr findet natürlich noch viel mehr Infos auf meiner Homepage. Es geht um den Steigerwald in Franken und ich weiß nicht, Emma, vielleicht kannst du entweder nochmal meine E-Mail-Adresse verbreiten für alle, die es interessiert und oder auch wenn ihr Baumschutzprojekte habt, also Baumpflanzen ist sehr wichtig, aber auch die zu schützen, die alten 200, 300 Jahre alten Bäume, die wir haben, dann meldet euch bei mir. Genau, also alle Kontaktdaten schicke ich auf jeden Fall nochmal weiter. Okay, wir haben jetzt, ich glaube, drei allerletzte Fragen. Ich würde sagen, die gehen wir jetzt noch durch und dann sind wir eigentlich auch schon am Ende. Ja, danke. Hier kommen die ganzen Kellerleichen der Grüngeschichte wieder zum Vorschein. Sehr gut. Ich fange jetzt gleich mal an mit da, wo ich am wenigsten sagen kann. Stuttgart 21 muss ich euch jetzt ehrlich gestehen, dass ich zum aktuellen Stand nicht so tief drin bin. Da müsst ihr mal die Grünen in Baden-Württemberg fragen. Es ist auf jeden Fall so, dass der Bahnhof umgebaut werden musste. Das war ein Kopfbahnhof. Das heißt, die Züge sind reingefahren. Und mussten dann wieder rausfahren, also konnten nicht durch den Bahnhof durchfahren. Und das sollte eben geändert werden. Und da gab es sehr viel Streit darum. Und das ist wohl nicht so toll mit den Bürgern gelöst worden von der Deutschen Bahn. Also Timon, du siehst, auch die Bahn ist nicht immer so schlau. Da müssen wir noch einiges machen. Flughäfen sind angesprochen worden. Ich glaube, was wir zuerst hinkriegen, ist, dass wir innerhalb Deutschlands nicht mehr hin und her fliegen und in Europa. Weil da brauchen wir es nicht. Mit den Zügen geht es eigentlich sehr schnell. Und allerdings wahrscheinlich nach USA oder Australien, wenn man da doch mal hin muss, wenn da vielleicht eine Klimakonferenz ist oder so, schaffen wir nicht mit dem Zug. Da müssen wir uns was überlegen, wie das Flugzeug dann eben CO2-neutral fliegen kann. Aber da ist echt noch sehr, sehr viel zu tun. Ich kann euch noch sagen, falls eure Eltern mal irgendwo hinfliegen wollen,
fragt sie erstmal, ist das Ziel denn in Europa oder in Deutschland, können wir da nicht anders hinkommen? Und auch politisch müssen wir natürlich auch viel machen. Ja, ich glaube, das waren eigentlich jetzt so die Fragen an mich. Und danke wirklich nochmal für eure tollen Baumgeschichten. Ich überlege jetzt auch, ob ich das zu Weihnachten jemandem schenke. Ich hatte das überhaupt noch nicht im Kopf. Und wegen Steigerwald, ihr könnt zum Beispiel einfach auch Sachen unterschreiben, eure Eltern unterschreiben, die werden eine Petition machen, ihr könntet zu unserer Demo kommen, ihr könntet euren Freunden weitergeben, die vielleicht in der Nähe wohnen. Also das ist in der Nähe von Würzburg, der Steigerwald und Bamberg, falls ihr das kennt, wo grob in der Nähe wohnen. Oder eben auch bei euren Seminaren, die ihr vielleicht in Zukunft geben werdet, das Thema mit ansprechen. Das hilft uns alles. Aber wenn ihr irgendwie aktiv werden wollt, schreibt mir einfach eine E-Mail, die Adresse wird Emma rumgeben oder schaut auf meine Homepage, da ist auch der Steigerwald Newsletter. Und dann werde ich euch auf jeden Fall nochmal sagen, was ihr tun könnt. Aber würde mich riesig freuen über euren Support und der Steigerwald natürlich auch. Ja, vielen, vielen Dank. Ich komme aus Stuttgart und das Traurige an dem Bahnhof ist, dass jetzt weniger Züge fahren können als noch zuvor. Also neuer Bahnhof ist immer super, aber wir wollen ja den Zugverkehr stärken. Und ansonsten, falls noch offene Fragen gibt zu dem, wie man sich in die Clubs einbringen kann oder so weiter und so fort. Also ich weiß noch, ich habe es damals so gemacht, ich habe einfach den Leuten im Büro geschrieben. Die sind ja super nett, sieht man ja auch hier. Und das ist, glaube ich, immer eine tolle Lösung. Da könnt ihr auch Leute finden, die in eurem Umkreis sind, wenn ihr den Club gründen wollt. Vielen Dank, ich fand es mega nett mit euch und ich habe sogar richtig Lust, mal wiederzukommen. Und ihr seid auch alle noch dran. Wow, vielen, vielen Dank. Ja, auch von mir nochmal danke. Das war echt richtig cool. Sowohl an euch alle, die ihr alle mitgemacht habt und so schön Fragen gestellt habt und mit dabei wart, aber auch an Lisa und Luis. Danke, dass ihr heute hier wart. Und genau, also weitere Infos, E-Mail-Adressen, Kontaktdaten kriegt ihr alles noch und dann könnt ihr uns einfach schreiben. Stop talking. Stop talking.